Ja, herzlich willkommen zum zweiten Teil der 10. Vorlesung. Wir schauen uns jetzt kurz nur im Rahmen des Themas Zeigers ein Beispiel für die Swap-Funktion an. Die Swap-Funktion hat ganz einfach die Aufgabe, zwei Variablen zu tauschen. Ich lege mal a an und b und wir geben das mal kurz aus. A ist 14, B ist 7. Jetzt sollen die Werte getauscht werden. Das heißt, ich rufe eine Funktion auf, die ich swap nenne. Ich übergebe A und B. Und danach soll A und B getauscht sein. Ich lege mal die Funktion swap an. Das heißt, wir brauchen keine Funktion. Wir machen eine Prozedur. Und ich übergebe das A und B. Und Sie kennen das, der Dreieckstausch. Wir brauchen ein C. C ist A. Dann ist unser A gleich dem B und unser B gleich dem C. Okay, wir schauen uns das einmal an. Ich vermute, einige von Ihnen haben schon Probleme erkannt. Wenn wir auf dem Stack die Variablen anschauen, wir haben die 14 und die 7. Ich springe jetzt mal über das printf, das heißt, die Ausgabe ist korrekt. Wir springen in die Funktion und sehen jetzt den Dreieckstausch, das heißt, wir tauschen a und b, springen wieder aus der Funktion heraus, springen über printf und wir sehen, dass sich natürlich nichts geändert hat. Die Änderung in der Swap-Funktion war natürlich nur lokal. Das ist jetzt ein Anwendungsfall für Zeiger. So wie wir das von scanf bereits kennen. Wir möchten, dass die Variablen a und b getauscht werden. Das heißt, wir übergeben an die Funktion nicht die Variable, sondern deren Adresse, den Zeiger auf die Variable. Folglich ändern wir das hier oben ab. Int Stern a, int Stern b. Jetzt passt natürlich nicht mehr der Zugriff. Es sind jetzt Zeiger. Auch der Zugriff muss über den Sternoperator die Referenzierung hergestellt werden. Achtung, hier nochmal der Hinweis, dieser Stern und dieser Stern, das sind zwei völlig unterschiedliche Operatoren in C. Der Stern hier oben stellt dar, dass es sich bei A um einen Zeiger handelt. Der Stern hier zeigt, dass der Inhalt des Zeigers und nicht der Zeiger selbst verarbeitet wird. Der Inhalt des Zeigers A, A ist ein Zeiger auf int, hat den Typ int. Das heißt, wir können den Inhalt des Zeigers der Variablen zuweisen. Folglich brauchen wir natürlich auch hier den Sternoperator, Zugriff auf den Inhalt von b. Und auch wenn wir auf a schreiben wollen, wir möchten nicht den Zeiger, die lokale Variable a, hier verändern. Wir möchten den Wert an der Adresse verändern. Also auch hier der Sternoperator. Und zuletzt natürlich schreiben wir auch auf b an der Adresse des Zeigers den Wert von c. Jetzt sollte unser Programm soweit korrekt sein. Wir schauen es nochmal an. Wir springen über die Ausgabe, wir springen in die Funktion und wir sehen jetzt in der Funktion dargestellt, das Swap auf B, A. Wir können die Adressen nochmal anzeigen. Also B verweist auf die Variable B. A verweist auf die Variable A. Und damit können wir jetzt den Ringtausch vornehmen. Wenn ich also drüber springe, ich weise der Variable C den Wert von A zu, weise A den Wert von B zu und jetzt natürlich korrekt dass b den Wert von a. Damit haben wir auch gesehen, während ich hier innerhalb der Funktion die Inhalte der Zeiger ändere, ändern sich die Inhalte der Variable auch von main. Ja, und wenn ich aus der Funktion rausspringe und über printf springe, hat der Tausch erfolgreich stattgefunden.
Wir werden das Thema noch genauer kennenlernen, wenn wir über einen Ausgabeparameter sprechen. Im Prinzip haben wir den Eingabeparameter beim letzten Beispiel, den Strukturen, schon kennengelernt. Da wurde der Zeiger auf ein T-Pixel-Element an DrawPixel übergeben als Eingabeparameter. Wir haben das mit const deklariert. Und hier haben wir das Beispiel des sogenannten Ein-Ausgabeparameters kennengelernt. A und B sind beides sowohl Ein- als auch Ausgabeparameter. Ich lese sowohl von der Variable A als auch von B und genauso schreibe ich in die Variablen A und B. Wir haben also hier einen Ein-Ausgabeparameter. Bei diesem Beispiel sehen wir wieder eine Reihe von Warnungen. Das sind immer Warnungen, wie beim letzten Mal, bezüglich des Zugriffs auf die Zeiger. Das heißt, auch hier sollte ich abprüfen, ob A und B gültige Zeiger sind. Wir haben null kennengelernt. Ich kann also mal explizit schreiben, if A ungleich null und B ungleich null. Und nur dann wird die eigentliche Funktion ausgeführt. Damit verschwinden die Warnungen. Wir garantieren jetzt, dass nur auf Zeiger zugegriffen wird, die nicht null sind. Und natürlich ist das bei uns jetzt hier nicht gegeben. Wir greifen direkt über den Adressoperator auf bestehenden Speicher zu. Wir könnten aber natürlich jetzt auch die Funktion swap ausführen und null übergeben. Das heißt, in dem Fall passiert nichts. Wir in die Funktion reinspringen, sind beide Zeiger nicht gesetzt. Oder wir könnten das noch abwandeln und sagen, nur der erste ist null. Auch in dem Fall wird das natürlich jetzt hier abgefangen. Also ein Zeiger ist null. Und damit ist sichergestellt, dass unsere Swap-Funktion korrekt arbeitet. Zuletzt noch der Hinweis, wir könnten einen Zeiger C anlegen, der nicht initialisiert ist und hier einfach der Swap-Funktion übergeben. Das ganze Programm kann, wie ich bereits gesagt habe, gut gehen. Es kann auch schief gehen. In unserem Fall geht es jetzt an der Stelle schief, weil C eine illegale Adresse ist. Auch hier nochmal der Hinweis, wir sollten alle Zeiger mit null initialisieren. Denn dann ist sichergestellt, dass ich im C-Programm auch entsprechend reagieren kann. Es ist schon die Adresse 1 im Speicher kritisch. Also wenn nicht 0 drin steht, sondern die Zahl 1, dann ist es eben nicht null, obwohl es natürlich sich um eine ungültige Adresse handelt und würde von unserer if-Bedingung nicht abgefangen. Das heißt, auf die Weise mit der Initialisierung mit null sind Sie auf der sicheren Seite. Wenn wir das nochmal anschauen und für die erste Funktion springen, in die zweite hineinspringen, sehen wir, dass es natürlich wieder nicht ausgeführt wird. Ein Speicherzugriff auf eine Adresse, die null ist, führt immer zu einer Ausnahme in C, wird also immer das Programm erstmal abbrechen. Es ist aber ein definierter Ausstieg aus dem Programm, den ich theoretisch auch abfangen kann. Ein Zugriff auf eine Adresse, die nicht null ist, die vielleicht zufällig einen gültigen Wert aufweist, kann immer zu massiven Problemen führen, also irgendwelche Werte innerhalb des Programms verändern, ohne dass das natürlich gewollt ist. Ja, soweit zum Thema Zeiger. Wir schauen in der nächsten Vorlesung gleich noch auf die Felder. Erst dann haben wir das komplette Spektrum der Möglichkeiten in C abgeschlossen und können dann auch auf komplexere Beispiele noch eingehen. Wenn Sie Fragen haben, gerne im Forum. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Vorlesung.